Moin Leute, herzlich willkommen hier auf Nix Club Kanal. Nee, auf Butchern von Kalle den Ultramapper. Ja, und das andere ist ja auch Nix Club Kanal heute hier, du. Boah, ich bin schon richtig aggressiv, ey. Egal. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass der Spaß hier auch losgeht. Vielleicht schaffen wir heute noch was. Du fährst tanken. Du willst mich doch jetzt veräppeln, oder? Wie willst du tanken fahren? Ich brauche noch ein Bild. Oh, er schaltet wieder nicht so um, ey. Oh, ey. Das hasse ich an diesem Schlepper. Gut, dass wir lange Entladerohr genommen haben, ne? Können wir von da hinten eben reinpüstern? Ohne mit Schwung zurückfahren. Wie spinnt hier heute alles? Tastatur, Maus? Egal. Seit dieses komische Windows-Update war, ne? Wow. Wir waren aber auch mächtig am Strand, war in der Sonne. Aber wahrscheinlich hat er die Mütze auf, weil er doch nicht braun ist, ne? Oder? Sag mal. Sag mal, Kollege, ist unter der Mütze auch braun? Oder hast du die Unterhose über den Kopf ausgezogen? Sag mal. Würde mich ja mal brennend interessieren. Oh, den habe ich aber verscheppt, oder? Oh, 25.000 Liter ist drauf. Nee, ne. Du willst doch jetzt nicht da noch rumfahren. Kollege Schneeschuh. Da ist doch gar nichts mehr. Der fährt an Glück auf tanken. Okay, wenn's geht, ist ja gut. Muss ich nicht. Er ist schon mal am Glückkauf angekommen, aber wie er da hingekommen ist, weiß ich immer noch nicht. Lustig, lustig, lustig. So, mach mal Gas da. Wir brauchen Mais-Silage fürs Viehzeug, du. Meinst du, Chris hin? Ja, ich könnte mit so einer Bude nicht hexen, da siehst du gar nichts drauf. Bist du als Abfahrer verloren. Passt noch was drüber da? Sag mal! Hä? Passt noch? Okay. Und ich kann noch Stoff geben, dann kannst du hinten weiter drauf machen. Aber du hältst ja hier gleich an, ne? Oh, oh, oh. Irgendwer hat geklingelt. Die Hunde rasten aus. Postbote. FFP2-Maske. Aber, liebe Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch mal eine Frage an euch, ne? Versteht ihr das? Auf der einen Seite ist Corona wieder auf dem Vormarsch, ne? Sollst wieder überall FFP2-Maske tragen, dann gehst in den Laden einkaufen, keiner hat eine Maske auf, ne? Hä? Sag mal, verstehe ich der Wand nicht, oder? Haben die da alle keinen Bock drauf? Ich weiß ja nicht, ne? Ist ja nun mal so. Weiß voll. Schickram. Ist ja nun mal so eine Frage, weißt du? Deswegen, wir müssen den ihnen nicht aufsetzen, aber ich verstehe es nicht. Hallo? Mal ein bisschen mit dem Murmel anstrengen.
Und dann wundern sie sich alle, dass sie flach liegen und Corona haben. Ja, also. Toi, toi, toi. Svenny hat es bis jetzt nicht. Ne? Aber ich passe auch auf. Bin ganz ehrlich. Ich gehe hier nicht da überall durch die Weltgeschichte oder sonst was. Oder wenn ich einkaufen gehe, setze ich meine Maske auch auf, wenn ich schief angeguckt werde. Ne? Ich werde zweimal die Woche getestet. Ja? Mama war ja krank, meinte ja, oh, hoffentlich habe ich kein Corona. Ich sage, Mama, das ist eine simple Erkältung. Ich sage, wenn wir am Montag sehen, ich werde ja getestet, ist kein Corona. Ne? Aber Leute, ey, ich verstehe es manchmal nicht. Ist das allen egal, oder was? Ich möchte nicht daran schuld sein, wenn ich nach Hause komme und muss sagen, Mama, du hast Corona. War nett, dich gekannt zu haben, ne? Mir ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Die Menschheit. Aber ich muss wirklich nicht immer alles verstehen. Aber manchmal geht's nicht in meinen Schädel rein. Ein bisschen Rücksicht nehmen. Oder so. Wir haben viele ältere Menschen, ne? Aber, puh. Ich möchte nicht daran schuld sein, wenn die dann wegen Corona sagen müssen, hier war nett, euch gekannt zu haben, aber ich muss jetzt leider zeitähnlich segnen, ne? So, nach dem Motto. Ich verstehe die Welt manchmal nicht. Aber ist ja auch egal. Mal, haben wir von Kubota direkt einmal drüber gewalzt. Richtig Premium. Ich wollte schon wieder über die Holzbalken fahren, ne? Aber hat er nicht gemacht diesmal, ne? Hat er aufgepasst. Ne, er hatte mal wieder einen Lichtblick und die grauen Zellen waren da. Ach, da waren wir. Guck mal hier, Kollege, ich bin schon wieder da. Mach mal Gas her. Leider nein, ne? Aber so ist das im Leben, ne? Vieles versteht man nicht. Aber ich glaube, das hat auch manchmal was mit Menschenverstand zu tun, oder? Ich kann das ja verstehen, dass das lästig ist, manche Sachen mit Corona hier und Corona da. Mir geht das auch auf den Zünder. Aber ein bisschen Menschenverstand muss doch da sein, oder? So kriegen wir das Zeug doch nie in den Griff. Aber naja, wahrscheinlich denke ich da nur falsch, aber... Egal. Oh, wir haben jetzt 8 Minuten. Oh, 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 ich muss schon wieder ein Gainerchen machen, ne? Einer, nein. Ich glaube, ich mach gleich aus. Ich habe keine Lust mehr irgendwie. Aber das zickt mich morgen an, wenn ich jetzt nichts mehr mache. Oh, ich habe vergessen, auf dem Monitor auf Schließen zu drücken. Damit ich sehe, wann das Video fertig ist. Aber morgen habe ich bestimmt noch weniger Lust, weil ich bestimmt morgen wieder Schräubchen einpacken muss. Nee, Mann, 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 Mann. Heute bin ich ein bisschen nöckelig, wa? Merkt man gar nicht. Ist immer noch Dienstag, wo ich aufnehme, ne? Nee. 18.10. Merkt man gar nicht, dass ich nöckelig bin, ne? Nö, merkt man gar nicht. Dann bin ich auch beruhigt. Ne? Gibt solche Tage. Guck mal, haben wir die Ecke auch gleich rundum fertig. Wir haben aber auch, glaube ich, schon 100.000 Liter in Siedlung, ne? Sind 57 und die anderen 40 sind 100.000 Liter, ne? Das ist ganz gut. Ordentlich. Wir brauchen auch ein bisschen was für den Winter, ne? Ist du Autofill oder wat, wie läuft der Laden da bei dich auf den Häcksler? Sag mal, Kollege, redest du nicht mit mir? Wenn sie denn brauchst, sie nicht nochmal kommen, du, wenn du nicht mit Svenny Quatsch hast. Kannst du Svenny mal so einen Witz erzählen? Hätte er wohl Cheat für. Du fährst hier wieder der letzte Henker da.
Nicht die Büsche umfahren. Hast gesehen, nichts passiert. Ich hab aufgepasst. So, lass gehen, der. Wir müssen nur groß mähen und säen. Falls ihr noch säen fahren will, der wollte ja da eine Sprittanke auftanken, ne? Ist ja eigentlich wieder säen gefahren. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Das würde mich ja gleich mal interessieren. Weil ich habe keinen Kurs zur Tankstelle eingegeben. Sieh mal. Da lässt du aber ganz schön viel stehen, ne? Das wird hier von Lohn abgezogen. Was zeigt die? So, jetzt eben gucken, ob der wieder gefahren ist. Ne, der steht noch auf dem Hof, ne? Mann, Mann, Mann. Ne, da fahre ich nicht lang. Das ist ein bisschen bornig knapp da. Nicht so einfach. Steht ja immer noch ein Güllepott. Wolltest du einen Glückkauf tanken oder was? Du bist auch eine Nase, ey. Dann bräuchte eine Gangschaltung, der Fendt, ne? Dann kannst du besser über Silo heizen. Jetzt müssen wir ihn nicht rausscrollen. Dies ist trotzdem nicht vernünftig. Oh, so langsam kann ich da gar nicht drüber schleichen, ey. Tritt's auf den Pin, kommt sofort was. Das ist Müll. Und so, gleich ist fest vorne. Nützt nix. Hier fahren wir noch ein Stück. Ich weiß nicht, ob wir weit genug sind. Ich sehe das nicht. Ja, wir waren glaube ich, weit genug. Aber jetzt müssen wir eben sehen, dass wir unseren Fendt fertig kriegen. Was war das denn für ein Sound? Sind wir fertig mit tanken? Tanktasse? Kommst du nicht wieder zur Fläche? Wie bist du hier eigentlich hingekommen zum Tanken? Kannst du mir das mal erklären? Außerdem war AD gar nicht eingestellt. Ich verstehe das nicht. Es war nicht mal AD eingestellt und er fährt tanken. I don't know, ey. Mysteriöse Sachen geschehen hier, ne? Crazy, crazy. Oh, mit der Maus, das geht mir so weit von auf den Zünder. Warst du hier? Schätze ich mal, wa? Wolltest du hier weitermachen oder was? Sag mal. Lass doch erstmal eine Bahn aus, ist doch kein Problem, mein Freund. Das kannst du ja locker flockig, du. Guck mal, ich hab nix an, ne? Von wegen Düngung und so, ne? Trotzdem düngt er schon wieder. Hier wolltest du weitermachen, sagst du? Ja, mach mal. Verstehe ich nicht. Dann kann ich auch meinen Cursor nicht finden. Düngung ist ausgeschaltet, ne? Und er düngt trotzdem. Da bin ich noch nicht hintergestiegen, warum das so ist. Hier, lass mal gucken. Hier, der überdüngt sogar, ne? Buse. Nee, manchmal ist besser nichts zu sagen, ne?
Was ist mit dich? Bist du kaputt? Bist du kaputt? Ich glaube, das ist kaputt, ne? Hast du gehört, wie der klang? Ich weiß ja auch nicht. Oh, oh, da müssen wir aber erst ein bisschen was reinschippen, wa? Alles schon rausgefroren hier. Den geht nicht. Wie stand die Schippe scheiße, oder was? Der geht mit dem Moped ganz gut, wa? Man ist auf hier, ne? Oh, 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 Puckelpiste 5000, du. I don't know. Du sollst da oben bleiben, nicht da runterrutschen, Kollege. Das läuft nicht. Hab ich ja gesagt, ne? Hier ist ein Zwilling oder so drauf. Und dann nicht so schnell fahren. Hilft auch. Ja, das sieht doch ganz annehmbar aus, wa? Fast annehmbar. Kommen wir hier nochmal eben so dran lang. Kommen wir auch ein bisschen näher an der Wand jetzt. Dann sieht das ganz schick hier von hier aus. Läuft. Als hätte ich das festgefahren, wa? Nee, hab ich nicht. Der Huppel, ey, der kotzt mich ein bisschen an, aber was willst du machen? Jetzt fahren wir erstmal hier so. Oh, mach mal Front oder Runde. Ja, der sackt aber auch zusammen beim Mais Plus, wa? Okay, hier aber auch ein Drehwurm, du. Es ist hier krass, wie der zusammensackt. Oh, Lenkung. Hier mal eben dran lang heizen. Passt. So, jetzt da wieder zurück. Da müssen wir so lang hier. So, hier so. Oh, guck mal, der arme Karacho drauf, du. Ich glaube, hier habe ich viel zu viel hingekippt. Bei der neue. Jetzt mache ich schon den Kopf schräg, obwohl ich da gar nicht brauche. So. Mit der Sonne. Oho. Sind wir, fährst du auch dahin, wo du hinfahren sollst? Was sollen denn die Zuschauer von dir denken, wenn du da so drüber eierst? Fahren kann er nicht, ne? Vielleicht sitzen wir auf. Ja, der muss ein bisschen näher an der Mauer rangedrückt werden, du. Fahren wir hier jetzt drüber? Guck mal. Oder wie ist er wohl seekrank, wa?
nicht schön. So, komm, wir machen das mal eben so. Sonst wäre ich seekrank. Der faste Föhn, das ist alles im Leben, du. Da musst du schon ein bisschen gucken, ne? Ganz wichtig für Silage. Kein Dreck mit in Silo. Und vernünftig verdichtet. Richtig? Richtig, ne? Guck mal, jetzt schiebt sich das auch ein bisschen weiter rüber. Wir haben bestimmt schon 100%, oder? Was habe ich gesagt? Aber ich will das auch so ein bisschen gerade haben, weil dann hast du hinterher nicht immer so eine Puckellandschaft da drin. Wenn du da wieder reinfährst, ist schon ein Vorteil, wenn man sich da ein bisschen Zeit findet. Finde ich persönlich. Aber ich habe ja auch keine Ahnung, ne? Aber ich mache das lieber so, dann fahre ich da halt fünfmal drüber. Hier ist ja noch all so ein Schickkram da. Fahren wir hier eben nochmal so drüber. Und dann haben wir es auch. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!